Ich habe euch im Community-Tab gefragt, ob ihr Bock an einem Lockentagebuch habt. Heute sind meine Haare nicht mehr ganz so, wie sie sein sollten. Wie ihr wisst, habe ich ja einen Friseurbesuch hinter mir. Und so alle 3 bis 4 Tage wasche ich meine Haare. Und was ich so tue, was ich so reinmache, das würde ich euch einfach in den nächsten 3 Tagen zeigen. Viel Spaß! Coco vom Kanal, die kleine Coco. Ich nehme dich jetzt die nächsten 3 bis 4 Tage mit. Ich weiß es immer nicht so auswendig, was meine Haare so treiben. Das beobachte ich immer recht genau. Mein Haarwaschrhythmus hatte ja erst so 5 Tage. Das tat meiner Kopfhaut aber nicht ganz so gut im Moment. Also bin ich wieder runtergegangen auf 3 bis 4 Tage, was ganz okay ist. Scheint mir zumindest so. Von den Locken her habe ich so 3A bis 3C Locken. Also die sind bei mir tatsächlich unterschiedlich. Weiter unten sind sie intensiver, obendrauf sind sie nicht so intensiv. Und jetzt ist natürlich nicht mehr viel übrig, das ist klar. Und ich möchte euch einfach die nächsten 3 Tage auch zeigen, was meine Haare so im Verlauf machen. Ne? Also vielleicht auch ganz interessant. Hier sieht man es ganz gut. Mein größtes Problem ist halt, dass ich mir halt auch in die Haare fasse. Und dann werden die so fusselig, so ganz komisch. Ich verwende folgende Produkte, die zeige ich euch jetzt auch. Das sind meine Produkte, die ich bei feinem Haar verwende. Ich sage es ja immer so schön, ich habe zwar feine Haare, aber Gott sei Dank viele Haare, dann fällt es nicht so auf. Ich komme so ein bisschen von dem Thema festem Shampoo, glaube ich, weg. Also ich habe so für mich den Punkt erreicht, wo ich einfach merke, das funktioniert für mich nicht ganz so gut. Gerade wenn du eben Locken hast, sollst du halt nicht ganz so scharfe Dinge verwenden. Ich bin einfach auch nicht mehr so ganz zufrieden. Ich würde gerne einfach auch mal wieder ein paar andere Dinge ausprobieren. Brauche jetzt mehr oder minder halt die meisten Sachen auf, die ich noch hier habe. Kaufe aber erstmal nicht mehr nach. Das ist jetzt eins von Rossmann. Das dürfte ein Altera Shampoo sein. Dann Haare waschen. Meistens nach der Spülung kommt bei mir noch eine saure Rinse für die Kopfhaut. Und bei Spülungen achte ich halt darauf, dass die eben Proteine haben, nicht zu viele. Das ist auch wichtig, aber Proteine brauche ich bei meiner Haarstruktur, die sind eben fein. Und dann zusätzlich, also für die Locken, habe ich hier dieses Mousse. Das finde ich richtig gut. Das funktioniert bei mir enorm gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das nachkaufen werde. Das ist Naturkosmetik von Biofigena Toscana. Das kostet ein bisschen mehr. Aber man muss natürlich auch damit zurechtkommen. Jedes Haar ist anders. Kann sein, dass es bei dir gar nicht funktioniert. Bei mir funktioniert es lustigerweise echt gut. Und wenn ich das nicht verwende, verwende ich das hier. Das funktioniert bei mir allerdings nicht ganz so geil. Also es ist ein Haargel, um eben so ein bisschen mit den Locken auch zu spielen. Das gebe ich ins nasse Haar rein und lasse dann meistens so antrocknen, sodass so ein Cast entsteht. Wie gesagt, das funktioniert für mich nicht so ganz. Das brauche ich halt im Endeffekt nur auf. Aber jedes Mal, wenn ich das verwende, merke ich, wie unzufrieden ich bin. Und wenn ich das halt verwende, funktioniert halt für mich wesentlich besser. So, das ist meine Essigspülung, ein Schutzessig, Restwasser. Das mache ich Pi mal Daumen. Und das gebe ich mir einfach nach der Spülung auf den Kopf und lasse es dann eben auch drauf. Kleine Empfehlung für Menschen wie mich, die eben schnell fettende Haare haben, macht es nicht zu kalt. Denn das ist ein Hammer für die Kopfhaut, ja, also da fettet die Kopfhaut viel schneller nach. Also nicht ganz so heiß machen, denn den Essig brauche ich eben auch für die Kopfhaut, weniger für die Haare. Das ist aber auch gut, denn auf der Kopfhaut gleicht es eben auch aus durch den pH-Wert. Man muss es schon auch richtig sagen, ja. Ich kämme meine Haare nur noch alle 3 bis 4 Tage, also wenn ich sie gewaschen habe, sonst kämme ich sie nicht. Weil sonst macht man ja bekanntlich die Locken kaputt. Da kommen natürlich dementsprechend viele Haare raus, das ist klar. Da darf man sich auch nicht erschrecken, weil
Wie gesagt, das bleibt ja alles auf dem Kopf, wenn du dir das nicht rauskämmst oder fast alles. Du verlierst ja so auch Haare. So. Jetzt haben wir das einigermaßen. Ich würde heute gerne mal wieder den Schaum verwenden, weil das Gel bei mir einfach nicht so wirklich gut funktioniert. Und bei so Styling-Produkten, das ist halt wirklich eine Gefühlssache. Was funktioniert nicht. Und ich muss natürlich meine Haare dann schon erstmal wieder aufwecken. Es gibt ja die Methode, diese, wie nennt man das, Plumping-Methode, das funktioniert bei mir gar nicht. Aber was bei mir funktioniert, ist halt wirklich kneten. Möglichkeiten nicht so viel von dem Zeug in die Haare geben. Aber es darf schon so ein bisschen dieses Geräusch geben, das man gerade hört. Wird auch bei vielen so Lockenspezialisten wird das auch empfohlen, dass man ruhig so richtig quetschige Haare haben soll, dann funktioniert es am allerbesten. So. Ein letztes Mal. Und dann heißt es wirklich Finger weg von den Haaren und jetzt muss ich meinen Pony noch föhnen. Ich habe mir dieses Jahr zum Geburtstag einen Föhn geleistet. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, das werde ich hier mal verlinken. Und den Rest der Haare darf ich nicht föhnen, lustigerweise, weil das mögen meine Locken ganz und gar nicht, weil die sind dann nicht ganz gut, ganz ehrlich, weil der ist normalerweise gut, gerade wenn du so mit einem Diffusor arbeiten möchtest, aber mit meinen Locken geht es einfach nicht so wirklich gut. Also das allerbeste Ergebnis erziele ich wirklich, wenn ich sie lufttrocknen lasse. Jetzt aber mal Pony föhnen. So, das sieht natürlich dann immer zum Rest hin ein bisschen komisch aus, aber das funktioniert für mich so am allerbesten und so hält mein Pony auch einigermaßen. Ja, und das Ganze wird jetzt trocknen gelassen. 2 Stunden oder so, 3 Stunden, dann sind die auch trocken. Und dann zeige ich mich nochmal. So sehen jetzt meine Haare trocken aus. Also man sieht, hier oben sind sie noch ein bisschen nass und ein bisschen schwer. Keine ideale Voraussetzung für meine Haare, frisch gewaschenes Haar. Weil da sind sie einfach extrem weich. Aber mit den Locken kann ich ein bisschen mehr mit den Haaren anfangen. Was mich ja auch ein bisschen dazu getrieben hat, eben meinen Rhythmus, Haarwaschrhythmus wieder so ein bisschen zu minimieren. Weil ich eben mit meinen weichen Haaren überhaupt noch zurechtkomme. Ja. Und das Problem ist aber einmal drauf schlafen und die Locken sind weg. Aber was danach passiert, das zeige ich euch dann morgen. Bevor ich zur Arbeit gehe, mache ich meine Haare nochmal feucht. Weil wenn ich da einmal drauf gelegen bin, sind die Locken weg. Aber ich darf jetzt auch nicht übermäßig viel reinfassen. Und beim Pony muss ich mir echt noch was überlegen, wie ich das zukünftig mache, also ob ich den weiter kämme, weil sonst ist der komplett durcheinander, oder ob ich da schon auch mal so ein bisschen Feuchtigkeit drauf mache. Da verändert sich jetzt im Laufe der 3 Tage so oder so, aber ja, also jetzt nur ein bisschen Wasser und an Tag 2 und Tag 3 kommen meistens noch Trockenshampoo dazu, aber das zeige ich euch in den nächsten Tagen. Ich habe eine sehr hyperaktive Kopfhaut, also die fettet sehr schnell nach. Zum einen muss ich mir echt mal was suchen, wo ich Feuchtigkeit in die Kopfhaut einschleusen kann. Falls ihr da was wisst, gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt aber das Gegenteil von Feuchtigkeit, ein Trockenshampoo. Das brauche ich einfach jetzt, um zum einen ein bisschen Stabilität in die Haare zu kriegen, und das verteile ich einfach so in den Haaren. Das verteile ich natürlich hauptsächlich auf der Kopfhaut, aber das macht halt eben auch die Haare so ein bisschen voluminöser. Besonders
Gut, Pony ist bei mir immer recht schnell fettig. Und da bin ich ganz froh, eben, dass es bei mir mit Dockenshampoo ganz gut funktioniert. Ich werde das auch morgen nochmal wiederholen. Also es ist nicht exakt die Farbe, die zu mir passt. Man sieht es hier. Aber ich versuche das halt immer nicht oben drauf zu machen auf die Haare, sondern unten rein. Und meistens schon an einem Nachmittag, Abend zuvor. Weil dann habt ihr definitiv keine Rückstände mehr in den Haaren. So. Das ist das Trockenshampoo. Das gibt es bei mir im Unverpacktladen. So. Und an der Stelle gebe ich mir meistens noch mal so ein bisschen Wasser auf die Haare, damit meine Haare nicht ganz so heftig abstehen. Sieht fast aus wie neu. Ja, bin zufrieden. So, heute Morgen habe ich wieder meine Haare nass gemacht. Und heute liegen sie überhaupt nicht gut. Das ist halt so das Lockending, habe ich festgestellt. Na, also entweder funktioniert es oder es funktioniert gar nicht. Da muss man durch. Man kann nach Möglichkeit wieder so eine Auffrischwäsche machen. Aber durch das, dass ich ja morgen schon wieder Haare wasche, werde ich das nicht tun. Da müssen wir jetzt alle durch. Also ich habe sie wieder ein bisschen feucht gemacht. Das muss schon sein. Aber wie ihr seht, gestern lagen die besser. Heute ist nicht so gut. Naja. So, nach noch einer Ladung am Mittag Trockenshampoo, und das verwende ich recht regelmäßig, kann man meine Haare schon so lassen jetzt. Na, also morgen ist ja dann wieder Haarwäsche angesagt. Ich würde jetzt nicht 4 Tage machen, das definitiv nicht, weil das geben meine Haare nicht her. Das habe ich, merke ich, heute schon. Na, also wenn man halt auch eben schwitzt und die Haare gerade in dem Bereich, wo es ins Gesicht hängt, besonders hier, die sind halt dann sehr schnell sehr strähnig, auch hier. Na, also da muss ich dann schon ein bisschen mehr Trockenshampoo drauf machen. Aber ich mag es. Ich mag so voluminös, wie es jetzt gerade daherkommt. Ich habe ein bisschen davon in den Haaren, aber nicht, weil es so gut ist, sondern weil ich es aufbrauchen will. Der hat so gut wie keinen Halt. Was aber für Locken jetzt gar nicht so schlecht ist. Das ist nur so ein bisschen Halt. Und den Sprüher werde ich definitiv aufheben. Der ist gut. Später zum Haare nass machen. Also auch am heutigen Tag habe ich wieder mir die Haare feucht gemacht. Gestern habe ich bereits schon das mit einem Trockenshampoo gemacht. Das mache ich meistens immer, wie gesagt, am Abend zuvor. Weil dann hast du kaum noch Rückstände. Und da hat es dann auch so ein bisschen eingezogen. Ja, das sind meine Haare. Gegen später, also heute Nachmittag, werde ich meine Haare wieder waschen. Weil jetzt kann ich nicht mehr viel rausholen. Das funktioniert jetzt nicht mehr so toll. Und dann geht's wieder von vorne los. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich kann es ja gerne auch mal wieder wiederholen, wenn sich ein bisschen was geändert hat. Jetzt mit der neuen Frisur ist das, glaube ich, auch ganz interessant. Falls du mir Tipps hast oder allgemeine Tipps zum Thema Locken, gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich freuen. Und ich melde mich an der Stelle ab. Sag danke fürs Einschalten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!